Joho, Leute, willkommen zu einem ganz kurzen Quassel-Video. Eigentlich nur, weil ich gerne was ausprobieren möchte. Und zwar das Setup, das ich gerade benutze, um dieses coole, gestochen, scharfe Bild zu liefern. Ich hatte ja erzählt auf Twitter und ich glaube auch in Videos, vor allen Dingen auf Instagram, dass ich mir die Sony Alpha 5100 zugelegt habe, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis zu diesem Gerät einfach super war. Und die Sony Alpha 5100 bietet halt so ein wunderbares Klappdisplay und die Möglichkeit, ziemlich hochwertige Videoaufnahmen neben sehr guten Fotografien zu machen. Problem bei der Sony war allerdings, dass sie halt immer so nach 15 Minuten Video aufnehmen, teilweise halt überhitzt. Das ist nicht schlimm, wenn ich unterwegs bin, dann nehme ich dann da schon mal irgendwie viele, viele Minuten am Stück auf. Dann nimmt man immer so stückchenweise auf und dann lässt man sie normal laufen. Und sie überhitzt halt nur, wenn sie selber halt die Videos dekodieren muss, wenn sie halt selber die Sachen auf die Karte speichern muss. Ist halt eine kleine, kompakte Systemkamera, da ist nicht so ein riesengroßes Kühlungssystem drin, sonst wäre sie wahrscheinlich auch noch viel teurer und viel größer. Und naja, sie ist halt nicht nur zum Filmen gedacht, hauptsächlich zum Fotografieren. Das Film ist ein Bonus. Allerdings ist halt das Material so extrem hochwertig, dass ich sie sehr gerne als Vlogging-Kamera benutzen würde, zumal der Autofokus halt, also... Lol, geil! Das ist meine Nikon, mit der Nikon kann ich das nicht machen. Die hat halt diesen Hunting-Autofokus, die macht immer dieses... permanent und dann hast du halt immer unscharf, scharf, unscharf, scharf und dann auch noch dieses Gewabbel von dem Bild. Das ist für unterwegs so, wenn du die Nikon in der Hand hast und damit filmst, echt großartige Aufnahmen, super geile Qualität. Sieht wirklich echt super gut aus, kannst du richtig viel mitmachen, nur musst du dahinter sitzen und selber mit dem Auslöser den Fokusbereich bestimmen oder manuell, ansonsten ist das Ganze einfach nicht zu gebrauchen. Und da ist halt hier die Sony Alpha super, nur lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem dabei war, dass dieses Ding überhitzt hat. Und wenn man vloggt, dann redet man ja doch schon mal einige Minuten am Stück, gerne auch mal 20 Minuten, 30 Minuten und möchte nicht jedes Mal gucken, oh, jetzt überhitzt sie. Und das ist ja nicht so, dass ich sie dann nur ganz kurz ausschalten muss. Ich muss sie dann über längere Zeit ausschalten, damit sie halt, wenn sie überhitzt, nicht dann auch noch irgendwann kaputt geht, weil ich sie halt permanent wieder anschalten muss und sie dann halt diesen Hitzegrad zu lange hält. Tja, die kleine Sony Alpha 5100 hat einen HDMI-Ausgang. Und dieser Mini-HDMI-Ausgang lässt sich in eine Capture Card stecken. Ich habe eine Alpha Media Extreme Card U3, und die ist ja schon immer sehr nützlich gewesen. Mein iPad läuft da dran, meine PlayStation, meine Xbox, meine Nintendo Wii U, meine Wii läuft dran. Alles, was mit HDMI zu tun hat, dieses Ding frisst es ohne Probleme, stellt das sauber und ordentlich wieder da und hat halt auch einen Video, quasi so einen inneren Videoausgang für den Computer, soll heißen, ich kann sie einfach in OBS einfügen. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine Sony Alpha 5100 mit einem Mini-HDMI-Kabel an meinen Grabber gepackt und den per USB an meinen Computer angeschlossen. Habe die HDMI-Settings in der Sony so eingeschaltet, dass halt alles, was per HDMI übertragen wird, nicht mit irgendwelchen Display-Zeug überlagert wird. Ich sehe mich selber in der Kamera oben in dem Display. Ja, ich bräuchte also nicht mal irgendwie hier das Bild, den Bildschirm anhaben, um mich auf dem Computer in irgendeiner Weise zu sehen. Ich kann halt Weißabgleich machen, ich kann den ISO-Wert einstellen, ich kann Helligkeit und so weiter und so fort einstellen. Ich kann den Fokusbereich einstellen, ob es ein Following-Fokus sein muss, wie auch immer. Ich kann hier alles perfekt machen. Ich kann, passt auf, Vorsicht, Poren. Ich kann an mich heranzoomen. Und weiter weg. Ich sehe ein bisschen zerzaust aus. Wir mussten nämlich noch zu Bauhaus und Ikea, weil wir festgestellt haben, dass wir in der Innenstadt gar nicht alles kriegen, was wir heute brauchen. Naja, jedenfalls, ja, meine Haare sind... haben durch eine Mütze gelitten. Nee, jedenfalls ist das ein ziemlich geiles Setup. Ich kann per HDMI direkt alles an OBS anschließen. OBS kann das für mich aufnehmen. Oder halt eben mein Alpha Media Verarbeitungsbroadcaster-Programm kann das machen. Ich kann es benutzen wie eine Webcam. Ich kann damit streamen. Und naja, das Einzige, was das Ganze frisst, ist Akku. Also das muss man halt sagen. Es frisst natürlich den Akku leer. Ich würde mal behaupten, dass das von der Leistung, die das Gerät bringen muss... 1% Akku alle 3 Minuten ist. Zumindest kommt es mir so vor. Manchmal zwischendrin irgendwie auch ein bisschen schneller. Zum Schluss ist die Akkuleistung ja immer ein bisschen niedriger. Man kann sie gleichzeitig an den Strom anschließen, die Kamera aber nur mit einem Trick. Da gibt es so spezielle Akkus, die haben dann einen Stromoutput und dann kann man den Akku quasi
den Akku-Eingang offen lassen und den anschließen ans Netzteil. Aber wenn man das Netzteil an die Kamera anschließt, geht sie in den Netzteilmodus und macht halt gar nichts mehr. Ich glaube, da würde sich auch irgendwie behitzen oder so. Keine Ahnung, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich habe ja Ersatz-Akkus. Ich habe insgesamt 3 Akkus und die kann ich ja austauschen ohne Probleme. Soll halt heißen, auch das ist ein guter Workaround. Allerdings würde ich mal steif behaupten, 2 Stunden kommt hier mit dem Akku, den wir hier haben, zurecht. Ich habe gestern mal 45 Minuten Probematerial einfach laufen lassen. Kamera hat weder überhitzt noch irgendwelche Probleme gemacht. Konnte das am Stück aufnehmen ohne Probleme. Und jetzt hat sie noch angeblich 38% Akku. Die Akkuanzeige, muss ich sagen, ist bei der Sony jetzt nicht gerade unbedingt der beste Marker dafür, wie viel Akku da drin ist. Also die hat sich schon mal bei 10% Akku wieder ausgeschaltet, weil sie gesagt hat, der ist doch leer. Je nachdem, wie kalt oder wie warm es ist, ist das für ein Gerät anscheinend zu kompliziert, heutzutage zu messen, wie viel Batterie sie noch hat. Sonst ist es ja auch vollkommen egal. Ich wollte nur sagen, dass dieses Workaround dazu führt, dass ich professioneller und einfacher vloggen kann. Es hat mich auch bis jetzt immer gestört, dass ich halt dann den Content, den ich... ich schneide und ich stelle fest, da fehlt noch was, da muss ich noch was zusätzlich drehen. Weil ich bin jemand, der ohne Drehbuch meine Vlogs macht. Ich schreibe mir da selten vorher was auf, weil ich mag das gerne so frei von der Leber weg zu sprechen. Ich schreibe mir gerne ein Konzept und einen Text und Stichpunkte und spreche mich auch schon mal ins Thema ein, damit ich das möglichst knapp und kurz halte, nicht so wie in diesem Video zum Beispiel. aber ich mache das immer so frei von der Leber weg und dementsprechend ist das halt so ein bisschen ungünstig, wenn man dann merkt, okay, da fehlt noch was oder da habe ich mich falsch ausgedrückt, das würde ich gerne nochmal drehen. Dann musst du wieder alles aufbauen, dann musst du erstmal wieder die SD-Karte rausholen und das Ding an den Computer anschließen und die Sachen runterladen. Hier ist das halt eine Webcam. Ich drücke ganz schnell kurz OBS, labere das nochmal, drücke auf Stopp, packe das sofort in Premiere und gut ist. Das ist unglaublich praktisch. Mal abgesehen davon, dass es halt auch wirklich von der Qualität her, das schlägt jede Webcam. Also ich kann sie benutzen wie eine Webcam und es schlägt jede Webcam. Übrigens ist sie jetzt in der ganzen Zeit irgendwie erst um 2% Akku gesunken. Das sind jetzt schon 6 Minuten, fast 7 Minuten Aufnahme. Kann man jetzt nicht drüber meckern, ne? Kann man nicht drüber meckern. Und hier in meinem Zimmer ist es auch nicht sonderlich hell. Ich habe jetzt hier keine Softboxen aufgestellt oder sonst irgendwas. Ihr habt normale Zimmerbeleuchtung. Und diese Kamera kommt mit normaler Zimmerbeleuchtung unglaublich gut. Klar, ich finde auch, dass sie für mein ungeschminktes, ich habe nicht geschlafen Gesicht, das macht sie gut, oder? Kannst du nicht anders sagen. Also sowohl von den Farben und von der Haut. Gut, ich habe jetzt den Weißabgleich auf Zimmer eingestellt. Das ist ein bisschen bläulich, ein bisschen sehr rosa. Man kann den Weißabgleich auch selber bestimmen. Das ist gar kein Problem. Ist geil mit der Kamera. Also wenn eure Kameras halt so einen HDMI-Ausgang haben und manche Handys geben ja auch die Möglichkeit, HDMI-Output zu senden. Und ihr habt die Möglichkeit, diesen HDMI-Output quasi frei von irgendwelchen Display-Zeichen zu haben. Was kann man sich mehr wünschen? Was kann man sich mehr wünschen? Ist doch großartig. Solltet ihr mal ausprobieren eventuell, wenn ihr halt einen Grabber habt. Und jetzt noch eine kleine Workaround-Lösung. Wenn ihr unterwegs seid und ihr wollt ein Interview aufnehmen und das wollt ihr halt mit einer kleinen Kamera machen und habt nur ein Low-Budget-Equipment, weil so eine Kamera kriegst du schon im Bereich von 400 Euro. Vergleichswertige Objekte auch von Olympus. Es gibt die Nikon, gibt es auch als Systemkameras. Es gibt viele Systemkameras, die sind billiger und haben, wenn sie einen HDMI-Output haben, eigentlich alle diese Möglichkeiten. Sie haben nur alle das Problem, dass sie überhitzen nach einer Zeit, weil sie nicht dafür gedacht sind, stundenlange Videoaufnahmen zu machen. Ich meine, das ist ja nicht vollkommen umsonst so, dass es extra Camcorder gibt, die richtige Belüfter drin haben, damit die Teile nicht überhitzen, wenn sie stundenlang irgendwelches Material aufnehmen müssen. Und nun ja, es gibt Portable Grabber, Portable Aufnahmekarten. Also ich hatte mal so eine Alpha Media Portable, die war richtig super. Und für die gibt es Powerbanks. Es gibt Powerbanks, die diese Mini-USB-Slots befeuern. Muss eine gute Powerbank sein, weil die muss schon eine richtige gute Stromleistung liefern. Aber solche Teile gibt es. Auch in einem Bereich, der nicht allzu teuer ist. Oder ihr habt, wenn ihr ein Interview habt, irgendwo in einem Raum sogar eine Steckdose. Ihr braucht ja diese Portable Grabber, muss ja nur eine HDMI-Quelle haben und Strom. Und dann hat das Ding ja eine eingebaute, entweder eingebauten Speicher oder eine SD-Karte. Also bei meiner Alpha Media Portable war es halt, dass es eine SD-Karte war. Da hast du eine SD-Karte reingeballert. Konntest du 128 GB oder sowas reinballern, glaube ich. Oder 64 GB reicht auch. Hast du reingepackt, hast du per HDMI angeschlossen, an die Kamera, an die Sony und die überträgt sofort dieses Bild wird übertragen, inklusive des Tons. Ja gut, das würde ich extra aufnehmen. Der Ton von der Kamera ist nicht gerade brillant, kann man nicht anders sagen. Kann man ein externes Tonaufnahmegerät noch mitnehmen, gar kein Problem. Und du hast Low-Budget-Filmmöglichkeiten mit einer winzigen Kamera, ja, die mit einer Akkuladung eine ganze Stunde Aufnahme, 2 Stunden Aufnahmen, so wie es aussieht, schafft und kannst das alles aufnehmen, ohne dass das Teil überhitzt, ohne irgendwelche Probleme zu haben.
Finde ich ziemlich genial, diese Lösung. Klar, viele meckern, dass diese Kameras überhitzen. Ich verstehe es für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was du da hast. Das ist eigentlich vollkommen normal. Ich habe mich halt sehr geärgert, dass es bei mir schon teilweise nach 10 Minuten der Fall war. Weil es ist halt Winter. Ich heiz mein Zimmer halt schon mal auf 25 Grad gerne hoch, wenn mir sehr kalt ist. Geht auch ziemlich schnell warm hier. Mit der Heizung komme ich noch nicht so gut klar. Und dann sagt die Kamera, sagt halt bei über 20 Grad schon so, 10 Minuten danach sterbe ich. Und dann war es auch nicht so, dass ich irgendwie nur 10 Minuten in der Ecke liegen lassen musste, sondern sie war danach halt immer noch brütend heiß und gesagt, nein, ich will aber nicht. Was soll das? Was verlangst du da von mir? Hat mich ein bisschen renten lassen. Hab deswegen auch gestern keine Videos bringen können, also wenig Videos bringen können, weil ich einfach 5 Stunden nichts anderes gemacht habe, als im Internet zu recherchieren. Gibt es Workarounds dafür? Man kann Ventilatoren installieren in der Kamera, Mini-Ventilatoren, dann hält die unglaublich lange durch. Das hat jemand gemacht, der hat das Display immer schön weggeklappt gehabt und dann hat er sich so zwei Mini-Ventilatoren, so CPU-Lüfter, so CPU-Kühler, so Mini-CPU-Kühler, angeschlossen, zusammengelötet und so weiter, eine Powerbank angeschlossen und hatte die dann an der Kamera dran. Und dann hat er immer diesen Beutel mit den Lüftern und dieser Kamera mit sich rumgeschleppt. Ich weiß nicht, ich glaube, das Kabel mit dem Grabber und der Powerbank ist irgendwie besser von der Lösung her und billiger eventuell sogar noch vom Zeitaufwand her, weil so ein Grabber, also wenn man mit so Studio-Equipment arbeitet, hast du sowas eigentlich. Gut, ich habe momentan keine AFA Media Portable, weil die kaputt gegangen ist. Das weiß ich nicht, es gab mal ein Treiber-Update für irgendein anderes Gerät. Und danach ging die nicht mehr. Da war die kaputt und ich habe machen können, was ich wollte. Die ist einfach. Und die Garantie ist halt einfach leider schon ausgelaufen. Dabei hätte ich echt gerne wieder eine AFA Media Portable. Naja, gut, irgendwann habe ich mal das Geld dafür über. Ja, ich wollte nur diese kleinen Tipps und Tricks mit euch teilen. Viele von euch haben nämlich immer wieder gefragt, wie kann man so eine gute Webcam-Qualität erzeugen? Wie hat man die Möglichkeit, gutes Equipment auch für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten? Und es wird ein ziemlich großes Video noch geben, da arbeite und schneide ich die ganze Zeit dran. Da gibt es Unboxing von der Sony. Ich zeige euch diverse Mikrofonmöglichkeiten, diverse Möglichkeiten mit billigen Mikrofonen und auch mit sehr raffinierten Methoden, mit dem Handy und so weiter und so fort, gut Ton und gleichzeitig auch Bild aufzunehmen, womit ich vlogge, welche Kameras ich benutze, wie mein Setup aussieht und was ich alles machen kann und machen möchte. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich dieses Video noch nicht fertig geschnitten habe. Also ich bin da schon fast fertig. Ich habe schon alle Aufnahmen, ich habe mein Drehbuch und ich habe schon die Texte eingesprochen. Ich muss noch ein bisschen was dafür drehen, ich muss noch ein bisschen was zeigen dafür. Und da war halt auch dieses Problem, dass ich halt diese Sony noch hatte, die überhitzt hat und ich war noch nicht zufrieden damit und ich wollte dieses Video deswegen nicht bringen. Und jetzt habe ich es geschafft, ein Workaround dafür zu finden und kann auch da noch ein Tutorial mit allen Einstellungen, wie das aussehen muss in der Kamera, wie das gemacht werden muss. Es gibt ein Komplettvideo dazu. Ich habe erst überlegt, ob ich auch da kleine einzelne Videos mache. Das finde ich aber albern. Gibt es ein großes Video mit allem Zeug, was ich habe, mit allen Mikrofonen, wie die funktionieren, wo es die gibt, wie teuer die sind und so weiter und so fort. Komplett. Und dann kann ich immer, wenn die Leute fragen, was hast du für Equipment? Da. Und wenn ich gucke, habe ich vielleicht auch noch irgendwo die Aufnahmen, die ich mal gemacht habe von meinem Unboxing von meinen Rocket-Sachen, weil ich besitze ja Rocket Maus, Rocket Tastatur. Das habe ich von denen übrigens bekommen, ohne dass ich irgendwas dafür machen muss. Also die haben mir das einfach gegeben. Und da wollte ich eigentlich immer mal ein Video drüber machen. Und dann, das war dann bei meinem ersten Umzug vor einem Jahr. Das heißt erster Umzug, ich wäre 1000 Mal umgezogen, aber vor einem Jahr der Umzug. Und im Laufe dessen, ich habe die Aufnahmen nicht mehr wieder gefunden. Also entweder die waren irgendwie auf einer SD-Karte sonst wo, aber ich meine, die waren an der Festplatte, die ich extra eingepackt hatte und sonst irgendwas. Ich habe so viele Festplatten, ich muss die immer mal wieder austauschen, wenn du alles archivieren willst. Oh, furchtbar. Ja, die würde ich auch noch gerne mit reinbringen, um euch das zu zeigen, wie das vom Setup ist. Und ich würde ganz gerne mein Cintiq auch noch vorstellen, da muss ich auch noch was abfilmen. Es ist ein richtig großes, umfangreiches Video. Es ist unfassbar aufwendig, es wird nicht annähernd die Klicks bringen, um die Arbeit, die ich da reinstecke, in irgendeiner Weise zu rentieren. Deswegen lasse ich mir da gerade auch noch so ein kleines bisschen Zeit, weil ich mir denke, ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt bringen. Das ist mehr so ein Bonus für dich selber, weil es dir Spaß macht. Ich würde gerne meinen Cintiq vorstellen, ich würde gerne das kleine Cintiq noch vorstellen und ich würde auch gerne meinen, das ist ein, Gott, steht der Name irgendwo drauf? Nein, ich habe so ein, doch der Name steht da, das ist ein Aizo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Das Stativ steht davor. Das ist so ein Grafikdesigner-Bildschirm und der ist halt mega geil und das sind auch so Dinge, die man einfach mal gezeigt haben sollte, welche Kabel man benutzt. Ich werde auch euch meine Webcams zeigen und warum ich sie nicht mehr benutze, auch wenn sie Logitech-Webcam. Es wird ja mal wieder über Logitech und diese Windows-Webcams sehr geschimpft und so. Aber für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt und was die Dinger leisten müssen und was sie können müssen und was in sie verbaut ist und was die Software dahinter können muss, sind die Dinger schon kleine Wunderwerke. Also man kann nicht erwarten,
dass eine Webcam so eine Qualität hat wie so eine Handykamera, weil es ja auch so ein bisschen so ein Betriebssystem und System unterschiedlich ist. Also ich selber würde halt sagen, eine Webcam für 150 Euro sollte in dem Bereich sein, dass sie wie eine Handykamera eine gigantisch gute Qualität liefert, müsste dann aber auch eine ziemlich krasse Software mitliefern, weil in Handys ist Android System und da die Art und Weise oder die Apple Phones mit ihrem iOS keine Ahnung, Betriebssystem. Die Sachen sind halt extra dafür gemacht, solche Dinge zu nutzen. Und bei einem PC ist es halt immer, du musst halt immer so ein Programm, das im Hintergrund läuft, haben, das das dann macht und nicht, dass ein System perfekt integriert ist, weil das ist ein Fremdgerät, das du in deinen Computer rein. Du weißt, das ist immer komplizierter, als es eigentlich sein sollte. Ist es aber einfach. Damit es mit allen Computern kompatibel ist und mit allen Systemen funktioniert, müssen die Dinger ein bisschen flexibler sein als bei einem Handy. Wo du meinst, Samsung Galaxy S6 kann das, hat die und die Voraussetzung, die Kamera da drin mit dem und dem Prinzipsystem funktioniert gut. Deswegen ist man in den Webcams, ist man da ein bisschen ungerecht gegenüber diesen Webcams, weil letzten Endes das Zeug, was dahinter steckt, halt auch noch nicht beachtet ist. Dafür sind sie trotzdem noch teuer, aber Gott, so oft wie die im Preis runtergesetzt sind. Also die ich jetzt habe, kriegst du schon mit Preisreduzierung teilweise für wieder 40 Euro irgendwo. Das ist viel Geld, ich weiß, aber ja, nee, ich bin noch nicht ganz. Also ich erwarte zumindest, dass wenn ich mal meine Webcam wieder benutzen soll, dass sie wenigstens so gutes Bild laufen lässt wie meine Webcam. So lange haben wir jetzt das mit der Sony und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, sieht sehr gut aus. Und für die Leute, die sich fragen, was da im Hintergrund ist, das da ist ein Eisbär, da stehen meine ganzen Stative und Geschenkpapier, hier sieht man den Mikrofon ab, da oben haben wir mein Nintendo-Regal, dahinter ist irgendwo mein Bluescreen also da liegen Kurzstreckentickets, die sieht man ganz gerne nicht, Lippenstift, meine Lieblingsbonbons, Karamell. Und da haben wir ein Regal und da steht das Guild Wars Poster, von dem ich noch nicht so genau weiß, wo ich das hinpacken soll. Gut, ich habe jetzt sehr lange geredet, aber ich dachte, ich wollte das mal als Test auch, um zu gucken, ist der Akku bei 30%, 16%, ich sag ja. So 2 Minuten und das zieht so, 2 Minuten ziehen so 1% Akku von der Sony. Ist nicht schlecht, also ist in Ordnung, kann man machen. Also soll heißen, 100% Akku sind dann 200 Minuten. Das ist in Ordnung für Vlogaufnahmen, für Drehaufnahmen, auch mal für einen Livestream, da kann man ja den Akku nebenbei wechseln, das ist ja auch nicht das Problem, also für die Qualität, die man da bekommt, für das Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man nicht meckern. Gut, ich sage jetzt an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und ich nehme jetzt noch Sims auf und lade das hoch und dann vielleicht auch noch Pokémon heute Ja, danach müssen wir aber im Haushalt arbeiten, weil die Duschschlange fehlt noch, was fehlt noch so viel, der Badezimmerspiegel muss noch und alles. Da muss so viel gemacht werden und das geht immer nur am Wochenende und auch da schon schwierig. Kriege ich alles hin. Wow, ich habe 18 Minuten lang durchgehend geredet über eine Thematik, die man in 2 Minuten hätte abhandeln können. Ich mache meinem Geschlecht und diesen Vorurteilen mir gegenüber alle Ehre. Gut, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Falls euch das irgendwie weitergeholfen hat, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, boah, geil. Genauso, boah, geil. Ob es ein Ausrufezeichen oder 1000 Smileys dahinter sind, das bleibt euch überlassen. Oh Gott, Emojis. Ja, ich benutze ja auch gerne, aber nicht in Rudel. Naja, wenn ich mich über etwas sehr freue, dann ist das schon mal. So Lach-Smileys und da rein. Ja, doch, manchmal kann ich es verstehen. Aber nicht so 300. Kennt ihr diese Kommentare, wo so 100? Oh, ich rede nicht darüber, ich habe mal ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch angucken. Das verlinke ich einfach jetzt. Danke fürs Abonnieren, Favorisieren. Danke fürs Liken, fürs Teilen, fürs Followen auf Twitter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem neuen Video. Danke, macht's gut. Tschüss.